Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Mutant. Year Zero Road to Eden. Ich weiß gar nicht, was so schwer ist am Titel. Mutant, Jahr Null, Reise nach Eden. Es kann übrigens sein, dass wir Hammond retten und Hammond sagt, er weiß, wo Eden ist und wir finden Eden wirklich. Das wäre ganz interessant. So, mal eben in die Mutation noch reingucken. Werde unsichtbar mit der Umgebung. Nee, das nicht, aber du kannst hier den Gesundheitsbooster gerne nehmen. Da wäre ich jetzt mal gespannt. Werde unsichtbar, bis du angreifst. Organischen Gegner zwei Runden unbeweglich. Mein Gott, Entschuldigung. Schüsse aus erhöhter Position machen mehr Schaden. Lassen wir erstmal so. Du kriegst auf jeden Fall nicht den Skill für. Was wollte ich sagen? Ist egal. Auf jeden Fall wollte ich einen Mutanten-Skill jetzt nicht reinnehmen. So, zerstört Deckung. Du hast die Mimir 0G8. Du bist immun gegen Elektrizitätsschaden. Und dann haben wir eigentlich noch den Hut, der den Granatenschaden erhöht. Aber an sich finde ich erhöhte Crit-Chance von erhöhten. Mein Gott, mehr Crit-Chance von erhöhten Positionen ist, glaube ich, für sie wirklich besser. Da hat er immer seine Glocke verloren. Dann mal los. Auf in den radioaktiven Bunker. Oh, guck mal. Oh, look at all this food. I'm getting hungry. Ich weiß nicht, ob wir das Futter essen sollten. Das ist auch von dieser Mimir Corp. Nova Commando Center. I've dreamed of this star. Wait, I wasn't dreaming. I was remembering. I've been here before. This is trippy. I might need to sit down. Wir waren hier schon mal. Aber as time passes. It has become increasingly difficult to govern Plutonia and her followers. My words and warnings go unheeded, and I feel that the clique are reaching into my mind to find knowledge that I have kept hidden from them. And for good reason. Plutonia still persists with the notion that the zone needs to be reset, and that the old Mimer defense network is the key. She might have already found out the codes to activate the weapon which she covets so much. Unable to euthanize the insurgents, my only choice is to gather the compliant subjects and meet at the arranged location. Also die Ghule haben sich wohl auch irgendwie, aber in der Basis wurden wahrscheinlich die Mutanten entwickelt. Also auch Dax. Das ist deren eigentliches Zuhause. Diese Mutanten sollten, weil die von der Strahlung, also in der Strahlung überleben können ohne Probleme, sollten die den Krieg entscheiden wahrscheinlich, abschließend. Mimer Enclave. Okay. I think that's the name of the ancients who built this place. An enclave is kind of like a posse, right?
thing looks freaking dangerous. And kind of phallic. Just saying. Verdammt, ich dachte, es kommt eine längere Sequenz. Das habe ich noch nicht mal mein Getränk fertig eingekippt. HLG Buch der Rap. Dieses überaus lehrreiche Buch dürfte nur von den angesehensten Scholaren der Altvorderen gelesen werden und beschreibt die Reparatur einiger ihrer komplexesten Geräte. Wussten sie, dass sie ihre Kassette mit einem Stift zurückspulen können und andere Weisheiten? Wie Dinge funktionieren. Hammond mentioned a book like this with gizmos and whatnot. The ancients sure liked their books. Use a pencil to quickly rewind a tape. I have no clue as to what either of these items is. Aber bis jetzt haben wir Hammond nicht gefunden. Rakete hier? War sonst kein anderer da. GJR666. Das ist genau das, was wir hätten im Laden kaufen können. Gego hat es satt, die alte Waffe zu polieren, aber Gego hat Befehl. Gego hatte mit Lux gehen sollen, als er ihn bat, ihm zu helfen, der Zone das Licht zu bringen. Lux wäre ein netter Herr gewesen. Plutonia hat den Verstand verloren und Gego verliert Lust am Leben. Morgen wird Gego in den Schacht stürzen. Dann können sie den metallenen Phallus selbst polieren. Wiedersehen. Gego der Polierer. Aber muss sagen, sie haben es sich echt schön hier eingerichtet. Boah, das sind echt schöne Teppiche. Der Teppich hat den Raum erst richtig gemütlich gemacht. It's a lot of beds. Must have had some kooky slumber parties down here. Auf jeden Fall werden einige Ghule hier sein. Absorbiert Explosionsschaden, plus 4 Wurfweite. Das ist eine schöne Weste. Das passt auch perfekt zu ihr. Und ich glaube, normalerweise muss sie hiermit kombiniert werden. Also sie muss nicht, aber... Dann kann die 20 Schaden machen mit ihren Granaten allein. Das passt auf jeden Fall perfekt zusammen. Dann bekommst du das mit der erhöhten Position. Achso, ist aber nur ein Schuss in der Waffe drin. Ja, wie bei der Langstreckenwaffe. Dux, nimm die mal. Du bist doch eh der One-Shot-König. Oh, great. What dead people used to grow mushrooms. Just great. Alter, die hängen die sogar auf, um Pilze an denen zu züchten. Okay, this silo is totally devoid of life. Should we be in here right now? Es wird schon jemand hier sein. Es sieht doch auch aus, dass jemand hier ein Festmahl machen will oder gemacht hat. Nee, machen will mit komischen Kreaturen, mit diesem komischen Fisch hier. That looks like... No,
I can't see it. Es sieht aus wie ein Wildschwein. That Novasek psycho said Hammond was around here. Keep your eyes open. I don't want to be around when this thing goes boom. Where the hell is Hammond? Da hinten, also hier sind Zellen. Na, pass mal auf, wenn wir gehen wollen, dann kriegen wir die Probleme. Yeah, noch mehr Pilze. Well, if it ain't Hammond himself. Finally. We have to find a way to save him. You! Hammond's barely alive when we find him. But we find him. We find him as a team. With Hammond, the Ark's heart can start beating again. We think our mission is complete, but Hammond insists on telling us a secret. A secret that rips a hole through the middle of my life. He tells us he's been to Eden. Yes, the Eden. The mythical place beyond the zone where the secrets to life are kept. He says Eden is a base for the ancients, who are very much alive and creating the Mimer machines we've been seeing. He says the ancients do know the secrets to life, but not human life. Mutant life. Me, Faro, Selma, Magnus. Our ears perk up. If ducks had ears, they'd perk up too. Us mutants don't remember jack about our pasts. We're walking amnesiacs. We wonder why some of us look like animals, and others have powers we don't understand. Finding out who we are sounds like the quest of a lifetime, or a very big mistake. There's a problem. Hammond tells us the Novasek probed his mind, stole the location of Eden from his thoughts. They're headed there now, determined to unleash the power of the ancients and cleanse the zone, which means killing everyone inside the Ark. Our home. He says there's one chance to beat the Novasek to the gates of Eden. Go through the Forbidden City, he says. It's a shortcut and the Novasek are too scared to go through. That doesn't make me feel too good. Hammond begs us not to tell the Elder, because the Elder won't accept the truth. Our mission was a man. Now it's Eden. We have one final journey to save the Ark. But if us stalkers discover who we really are, will we want to come back? Abfuck. Eden erreichen. Ich glaube, da ist die Stadt der Toten. Und da soll Eden sich da befinden. Können wir Hammond jetzt als Teammitglied nutzen? Nee, Hammond haben wir nur gerettet. Nur. Aber sind die Mutanten ja in Eden produziert, aber warum sind wir dann hier? Also warum sind wir hier hingeschickt worden? Your mission is complete, Stalkers. You returned Hammond safe and sound. Our machines will hum with new life. The Ark is forever in your debt. Thank you. My little birdies have told me. Hammond thinks the fabled Eden lies beyond the Forbidden City. And you are thinking of going through the city
to get to Eden. Have I taught you nothing? There is no Eden. And even if there were, entering the Forbidden City is impossible. That is the city where the Red Plague started. The ancients in charge thought they could quarantine the people by building a giant wall that covered the entire city. It stands to this day, impenetrable. You should stay at the Ark and heal your wounds. No more adventures. Trump hat den Start gemacht. Er hat die Mauer gebaut. Farewell. Dann ist die rote Pest ausgebrochen. Welcome to the Fix Pit. No, we don't give a stalker discount. Warum gibt's keinen Stalker-Discount? Betrug. Dann verbessern wir wenigstens die Waffe. Take it easy. Welcome. Safe travels. Und ja, das wollte ich kaufen. So, der Pestbau. Das haben wir damals nicht gemacht. Ach, mir fällt gerade ein. Ich gehe zwar zum Haus der Knochen, drehe dann aber um, um wieder zum Meerestitan zurückzukommen, in der Hoffnung, dass ich auf dem Schiff starte. Vom Laden her. Weil, ich glaube, ich habe damals einen Hut vergessen auf dem Schiff. Da hatte mir jemand einen Kommentar geschrieben, habe da aber nicht mehr drauf reagiert, großartig. Ah, da ist der Evakuierungsschlüssel für die Zentrale. Nicht für die Zentrale, sondern für drüben. Und eine Batterie. Energiezelle. Hey, I've seen these before. You need to lick the top to see if it still works. The ancients used these to run lights and machines. Prip will give us a good deal on this one. It still holds power. Ducks, don't play with that thing. We're bringing it back to Prip. I can't feel my tongue. Hey, it's not funny. Er hat eine Batterie geleckt. Kann ich mich hier das Tor aufmachen an der kleinen Hütte? Das habe ich nicht beim ersten Mal übersehen. Und hier einen Hut noch rausholen, beziehungsweise einen Helm. Und ich hoffe jetzt schon, dass die das Franchise noch weitermachen. Also, dass nochmal was kommt, weil ich finde es wirklich gut. Ich finde es bis jetzt echt sehr gut. Ah, nicht Hut, sondern hier war ein Pyropanzer drin. Der Feuerschaden absorbiert. Jetzt brauche ich den natürlich nicht mehr, aber... Auf zur Arche. Arche. Ach. Moment. Was wollte ich jetzt hier machen? Ach ja, ich wollte in Pips Bar reingehen, weil wir haben zwei Artefakte. Ich denke, die tote Stadt ist voll mit Robotern. Deshalb nehme ich die plus 10% Crit-Schaden gegen Roboter. Ich weiß, ihr werdet mich hassen, wenn ich jetzt zuerst den Pestbau mache, bevor wir nach Eden gehen. Also vielleicht nicht hassen, aber... Ich glaube, hier könnte ich mich nochmal so weit verstärken. Nicht, dass wir nicht schon sehr stark wären, aber... Das Underground-Clan von unseren Storys. Sie haben hier geliefert. Wir sind nahe. Schau nach einer Entrance.
I bet they left a lot of goodies behind for dear old ducks. So, da wird's schon weitergehen. Ach, guck mal. Check this out. Whatever busted through this gate might still be in there. Time to pack up and go home, right? What do you think? Warum bist du denn so ängstlich, Dax? Das Tor ist nur marode gewesen. We're getting pretty deep. I'm not saying I'm scared, but... Du bist ein Schwein, du musst Angst haben. Dead people. We really need to pack up and go home, right? Oh mein Gott, sein Kopf ist im Klo. Diese bastialischen Monster, die hier irgendwo leben. Den Ofen haben sie auch angelassen. These ghouls gotta go down. I'm hungry. What about the cook? You want the cook to cook for us? He's got no food. No, I wanna eat the cook. Eat him. Nah, he's too bony. He smells rotten too. Yes, I smell like shit. Taste like shit too. Just shitty all around. You don't want to get near me. Oh, es scheint wohl noch jemand zu leben. Mach mal einen Doppelschuss mit der Waffe. Sehr schön. Da war nämlich der EMP-Schock mit drin. Not today, dickwife. Tag 150, wir haben seit Monaten kein Sonnenlicht gesehen. Einige Mitglieder der Gruppe leiden unter Vitamin D-Mangel und haben nicht mehr die Kraft, die täglichen Arbeiten zu verrichten, mit denen wir versuchen, uns mental und körperlich gesund zu halten. Die häufigen Streitereien münden vermehrt in Gewaltausbrüche. Würde Olli uns doch wenigstens eine Stunde nach draußen lassen. Alles ist verstrahlt. Oh, lass uns doch eine Stunde raus. Regroup. Alles cool. Ow. Back off. Not too shabby. Wait, do you see him? Looks like this community has a sole survivor. Ja, es gibt einen Überlebenden. Und drei Leute, die da rumlungern. Hey, follow me. Von den Ghoulen. Und ein Schamane.
Da patrouilliert irgendwas. Na komm. Zeig, was Sache ist. Bye. Call me. Oh man, that was my shot. Hey guys, come here. Level 55. Ich sehe gerade was, was vorteilhaft sein wird für uns. Das wollte ich gar nicht vom Bewegen her. So, warte. Achso, uns fehlt der eine Crit-Schaden. Na komm. Oh, es passt. Perfekt. Will keiner von euch weggehen? Aber ansonsten müssen wir jetzt leider einen Hinterhalt machen und wir können direkt laute Waffen benutzen. Bam. Moment. Hat die jetzt nur einmal getroffen? Habe ich jetzt den Ruckzuckschuss gemacht oder habe ich den nicht gemacht? Jetzt können wir zum ersten Mal diese wundervolle Waffe einsetzen. Und ich mache 100% Bonus lautloser Killer mal 2. Ja, ist halt eine Energiewaffe. Setzt mich doch in Brand, macht mir nichts erhaut. Weil ich schieß dir gern ins Gesicht. Na 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 na, ins Gesicht. Gott.
Ja, nimmst jetzt auch Feuerschaden, ist egal. Keine Feuerlinie. Du wechselst mal eben rüber. Overwatch. Sehr schön. Regroup. Dax, du darfst vorgehen. Du bist unser Sprecher. Du bist der Wortgewandteste. Dürfen wir dich essen? Wir klauen erstmal, was bei euch in der Kiste liegt. Ach so, Gladiatorenrüstung. Warum kann ich sowas eigentlich nicht verkaufen? Wir sind dann wieder weg. Tschüss, Mann. Oh, my saviors, saviors, dirty little saviors. I wish I washed my hands, so I could shake your hands and paws, or whatever's growing out of your arms. I'm not racist, I'm not. Please, tell me your names. You're talking a little crazy. Are you okay? You're the only survivor of your community. Your brain must be... I mean... What we're trying to ask you is, are you a frickin' whack job, or what? No, no whack job! I'm Ebba. Ebba the cook. I'm the one who cooks and cleans for the pretty, pretty people. They were pretty. For decades, we hid from the zone. We were safe until the ghouls found a way in. You first hear the screams, and then the lights went out, and you can hear the scraping and the chewing. Hey, I'm no warrior. I'm just a cook, you know? Ebba, dirty little coward. We thought the last settlement was the Ark. We didn't know you existed. Well, you got to get out of the Ark more, mate. Get some exercise. We should get you out of here. Wait a minute. Did you say Ark? Oh, boy. You don't want to hear this. You really don't want to hear this. They kept saying they were gonna destroy the Ark with some, weapon that they're bringing to their masters, some weird religious shit. They want to blow up the Ark and kill everyone inside, everyone! Listen, these ghouls have a lair to the north. The leader's called the Grey One. They're just multiplying up there, breeding like zone rats. Please, please do something about them before it's too late! Wir werden diese graue Eminenz töten. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mutant Year Zero mit dem Imperator und euch als Zuschauern. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Oder nachher. Kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, welche Partfolge das ist, weil es kommen ja zwei am Tag. Dementsprechend sucht euch was von beidem aus. Tschüss.